Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat der Abgeordnete Leveringhaus, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen hier im Plenum und an den Lautsprecherboxen im Büro oder sonst wo im Haus und sehr geehrte ZuschauerInnen, vielen Dank am Livestream. Wir merken es eben hier im Haus, wenn wir hier ins Rund gucken, wir sitzen immer noch mit Abstand da und das ist auch gut so. Und wir lesen es leider mittlerweile auch wieder ganz oft in der Presse durch steigende Fallzahlen. Die Corona-Pandemie und die Folgen ihrer Eindämmung halten uns weiterhin buchstäblich in Atem. Einer der schlimmsten Wirtschaftseinbrüche seit dem Zweiten Weltkrieg, ausgelöst durch ein Virus, zwingen uns, physisch in der analogen Welt Abstand zu halten. Und viele bewährte Gewohnheiten in unserer Gesellschaft und Wirtschaftsleben sind nachhaltig erschüttert. Ein Zurück zum Normal, was wir uns, glaube ich, alle wünschen, wird es wohl auch wenn wir einen Impfstoff haben, nicht geben. Denn dieses Normal, was wir dann erhalten werden, wird an vielen Stellen doch anders aussehen als das Normal, was wir vorher kannten. Und wir haben es alle schon dutzendfach gehört in der Rede heute. Von Herrn Stirbeck haben wir es auch schon gehört. Wir haben in der Pandemie wie durch ein Brennglas verdeutlicht bekommen, dass eben in Zeiten von Social Distancing es wichtig ist, digitale Backup-Strukturen zu haben und die digitale Transformation bestehender Geschäftsmodelle einzuleiten, um unser soziales Zusammenleben, aber auch unsere ökonomische Infrastruktur zu erhalten und krisenfester zu machen. Ich denke da nur im Bereich Kommunikation an Videokonferenzen. Niemand von uns kann wohl noch die Stunden zählen, die wir jetzt seit Mai in Videokonferenzen zugebracht haben, egal ob hier im Haus, im Regionalbüro oder im Homeoffice. Und gerade vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die wir alle gemacht haben, ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, um durch gezielte Förderung die Innovationskraft im Bereich der digitalen Transformation einen Schub zu geben. Wir wollen mit Distral so die Chancen der Digitalisierung einerseits für die Bekämpfung der Klimakrise und für die Förderung von Ressourcensparsamkeit nutzen und mit und durch die Schaffung neuer Geschäftsmodelle noch stärker nutzen. Unser Förderprogramm Distral, Herr Honka hat es erwähnt, Digitalisierung stärken, Transfer leben, ist schon vor der Corona-Pandemie von der Digitalministerin Prof. Dr. Sinemus aufgelegt worden und wendet sich im Besonderen an digitale Innovationen, um unser Bundesland als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Innovationsstandort zu stärken. Der Herr Rhein sitzt jetzt leider nicht mehr hinter mir, er ist gerade gegangen, aber der Herr Rhein bezeichnet unser Parlament ja gerne als die Herzkammer der Demokratie. Und so ist es auch genau. Aber es ist auch genauso richtig, dass wir die mittelständischen Unternehmen in Deutschland als Motor unserer Wirtschaft bezeichnen. Denn sie prägen mit ihren Innovationen die Wirtschaftskraft und die Wettbewerbsfähigkeit von Hessen und auch von Deutschland. Es ist daher vollkommen logisch und auch vollkommen richtig, dass das Förderprogramm in seiner Ausgestaltung hinsichtlich Beratung und Antragstellung vor allem auf jene kleinen und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMUs, ausgerichtet ist. Und der Felstehausen, Sie erwähnen Tesla und dass wir da neidisch drauf sein müssen, finde ich jetzt eher nicht, weil was bringt uns ein Auto, was mit 3,6 Sekunden auf 100 beschleunigen kann, indem ich ein Pupskissen imitieren kann für einen Beifahrersitz und für einen Fahrersitz. Was bringt uns das bitte für die Verkehrswende? Ich hatte jetzt mir das Buch von lass mich doch mal ausreden. Es sind elektronische Autos, ja, aber wenn ich mir das Buch von Marie-Louise Wolf durchlese, die Anbetung ist relativ frisch herausgekommen, dann schreibt sie einen schönen Beitrag dazu, was Tesla uns wirklich bringt. Denn Tesla hat nämlich bisher noch überhaupt nicht nachgewiesen, wie ökologisch die Produktion ist. Deswegen auf Tesla neidisch sein, ja, Elektromobilität, ja, aber es muss kein Tesla sein, da gibt es noch diverse andere Anbieter. Aber so viel zum Thema Wahlprogramm. Zum Thema Distral. Gestartet wurde das Förderprogramm mit einem Volumen von 40 Millionen Euro. Inzwischen sind schon fest 5,4 Millionen Euro hinzugekommen. Das haben wir heute schon gehört. Aber auch das soll eben nicht das letzte Wort und nicht der letzte Euro sein. Denn mit dem Ansatz, komme ich noch dazu, immer mit der Ruhe, denn mit dem Ansatz, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die schon genannten Unternehmen in den Herausforderungen digitaler Technologien und Innovationen zu unterstützen und miteinander zu vernetzen, haben wir uns im Dezember 2019 eben an die Spitze in Deutschland gesetzt. Und da wollen wir auch bleiben. Eine weitere antragsberechtigte Gruppe
kann man gerne gehören. Eine weitere antragsberechtigte Gruppe, die ich noch nicht genannt habe, sind die Start-ups. Ich habe jetzt gerne das Wort. Danke schön. Eine weitere antragsberechtigte Gruppe, die ich eben nicht in meiner Aufzählung genannt habe, sind die Start-ups. Bevor ich in den Landtag eingezogen bin, habe ich in einer Firma gearbeitet, die sich jetzt nicht mehr Start-up nennen durfte. Das darf man ja nur eine sehr begrenzte Zeit machen, aber die eben als Start-up und als Ausgründung der TU Darmstadt gestartet ist. Und ich konnte in meiner Zeit dort noch gut sehen, wie wichtig es ist, in den ersten Phasen Unterstützung zu erhalten, im anwaltlichen, organisatorischen, aber vor allem im finanziellen Bereich. Und im Bereich der Gründungsförderung für Start-ups sind wir weit von amerikanischen Verhältnissen entfernt. Ich möchte aber auch deutlich machen, da will ich auch gar nicht hin. Das sollte nicht unser Ziel sein. Aber es gibt neben privaten Venture Capital doch inzwischen diverse Möglichkeiten, finanzielle Hilfe zu erhalten. Das ändert sich etwas, wenn man von der Start-up-Phase 1 in Phase 2 kommt, wie man so schön sagt, in die Wachstumsphase, wenn man erste feste Kunden hat, erste feste Einnahmen hat. Aber mit unserer Förderlinie 4b unterstützen wir diese Unternehmen auch dann weiter. Und ich finde das einen richtigen und wichtigen Schritt. Meine Damen und Herren, das Förderprogramm Distral ist im Dezember 2019 gestartet und hat eine Laufzeit bis 2024. Herr Kaffenberger, vielleicht mal in die Rechnung, wie viel Geld da drin steckt, diese 5 Jahre mal mit aufnehmen, dann klingen doch die Summen etwas ganz anderes. Dass eine Pandemie unser Leben und damit auch unser politisches Handeln nur wenige Monate später bestimmen wird, war da noch nicht absehbar. Aber gerade wegen der Erfahrung der vergangenen Monate gibt es jetzt neben der finanziellen eben auch eine inhaltliche Erweiterung, und zwar den schon genannten eHealth Card, den wir jetzt einführen. Und ich finde es ja immer noch spannend, dass der Spruch Digitalisierung first, Bedenken second immer noch gebracht wird. Ich dachte, auch Sie sind mittlerweile darüber hinaus. Wir haben uns natürlich schon länger darüber Gedanken gemacht. Wir haben uns nicht letzte Woche hingesetzt und gesagt, Mensch, was machen wir denn? eHealth ist wichtig, das setzen wir um, sondern schon vor der Sommerpause haben wir angefangen, das, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, uns Gedanken zu machen und umzusetzen. Und das resultiert eben in diesem eHealth Call. Und dieser Call gilt für alle Förderlinien von Distral. Und er fängt an bei Projekten, die mit Hilfe von digitalen Lösungen die Prävention und Diagnostik im medizinischen Bereich verbessern wollen und geht bis hin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Datenanalyse. Wir setzen damit unter anderem auch eine weitere Vereinbarung aus unserem Koalitionsvertrag um. Denn da steht es, ich zitiere, wir wollen den Ausbau moderner Angebote in Telemedizin und digitalen Angeboten mit Leben füllen. Können wir also auch den ersten kleinen Haken dran machen, auch wenn wir das natürlich weitermachen wollen. Ich sprach die 40 Millionen Euro an Fördersumme von Distral an. Wir haben ja auch schon gehört, dass das jetzt noch wesentlich mehr wird. In den bisher vergangenen 10 Monaten wurden schon 30 Projekte ausgewählt, entweder schon bewilligt oder befinden sich kurz davor, sind im Bewilligungsverfahren. Und wir reden über ein Volumen von 8,4 Millionen Euro. Wir haben es ja im Antrag geschrieben. Dies zeigt, dass wir mit Distral hinsichtlich seiner Ausgestaltung der Antragsberechtigten und der Förderlinien doch richtig lagen und es eine große Nachfrage nach solchen Unterstützungsmaßnahmen im Land gibt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende und möchte noch einmal abschließend betonen und zusammenfassen. Mit Distral haben wir das größte Förderprogramm zur Digitalisierung in der Geschichte Hessens aufgelegt. Damit setzen wir uns auch deutschlandweit an die Spitze im Bereich neuer digitaler Technologien und Innovationen, und da wollen wir auch bleiben. Und damit wir das eben schaffen und weil wir auch gemerkt haben, dass wir mit dem Programm die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben und es auf große Interesse stößt, werden wir es sowohl finanziell als auch inhaltlich erweitern oder haben es schon getan. Ich freue mich daher auf viele weitere Projekte im Rahmen dieses Förderprogramms zu unterstützen und hoffe, dass wir sie alle zum Erfolg führen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leveringhaus. Wort hat der Abgeordnete Schulz. AfD-Fraktion. Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie verstanden, warum die Politiker der etablierten Parteien alle ihre Vorschläge neuerdings mit Corona begründen. Ihr Parteifreund Joschka Fischer, Herr Wagner, erzählte kürzlich etwas von einer großen Transformation, die ihm vorschwebte.
Er sagte sogar, Corona sei der Wendepunkt hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ich weiß beim besten Willen nicht, was Corona mit unserer Nachhaltigkeit zu tun hat. Was ich aber jedenfalls weiß, sind zwei Dinge, dass millionenfach hergestellte Kunststoffmasken zweifelsohne nicht sehr nachhaltig sind und dass ich nicht in einer Welt leben will, die nach Joschka Fischers Vorstellungen transformiert wurde. Ihr Antrag atmet den Geist von Fischer. Die Krise eröffnet die Chance eines großen Digitalisierungsschubes in allen Bereichen. Da stellen sich mir Fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was haben Homeoffice und die in den vergangenen Monaten verstärkte Nutzung von Skype mit den Nachbarkeitsstudien und Transformation bestehender Geschäftsmodelle zu tun? Wir von der AfD hoffen jedenfalls, dass sämtliche Regierungsmaßnahmen, die die Bürgerrechte einschränken, schnellstmöglich aufgehoben werden. Wir fordern, dass die Einschränkungen der Bürgerrechte nicht länger als nötig in Kraft bleiben. Die zweite Frage resultiert aus der ersten. Wenn das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, warum muss dann erst eine Krise kommen, bis Sie Ihren Antrag stellen? Es gibt ein Muster wiederkehrender Verhaltensweisen der Regierung. Die Gründe für das konkrete Handeln werden völlig ausgeblendet. Stattdessen wird so getan, als ob dieses Handeln gerade zur rechten Zeit kommen würde, als ob es zu einem anderen Zeitpunkt undenkbar wäre. Also die gute alte Alternativlosigkeit. Außerdem lenkt natürlich diese Strategie von versäumten Entscheidungen in der Vergangenheit ab. Kommen wir aber jetzt zu Ihrem Antrag. Er zeigt nicht nur im Hinblick auf die Argumentation Mängel auf, es gibt auch unzählige Voraussetzungen Ihrer Vorschläge, die man im Antrag vergeblich sucht. Um nur die wichtigsten zu nennen, es gibt jetzt schon in Deutschland einen ungeheuren Mangel an IT-Fachleuten. Angesichts der demokratischen Entwicklung dürfte sich dieser Mangel in Zukunft noch verstärken. Wenn man Ihre Vorschläge wirklich umsetzen würde, dann würde der Bedarf noch weiter steigen. Man bräuchte Spezialisten zur Wartung, zur Systempflege etc. pp. Woher sollen diese Leute kommen? Sie haben mehrere Dutzende Millionen investiert und wollen noch ein paar Millionen draufpacken für einen Sektor, dem es nicht an Geld, sondern vor allem an Humankapital fehlt. Und das liegt nun einmal mitunter an der herrschenden und auch von Ihnen vertretenen Ideologie, die die Förderung neu erfundener Pseudowissenschaften mit Unsummen fördert und die Jugend dazu animiert, an den entsprechenden Lehrstühlen zu studieren. Wir fordern mehr Absolventen von MINT-Fächern. Denn digitale Innovation beginnt bei der Bildungspolitik. Was in Ihrem Antrag auch völlig fehlt, ist, dass die Digitalisierung immer auch das Risiko der Totalüberwachung birgt. Wer aber Digitalisierung spricht, soll darüber nicht schweigen. Wir als Freiheitliche Partei fordern eine Totalüberwachung des Digitalisierungsprozesses statt der Totalüberwachung durch den Digitalisierungsprozess. Daraus folgt, die individuelle Freiheit der Person ist ein hohes Grundrecht, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes. Sie ist massiv in Gefahr, ebenso wie die informationelle Selbstbestimmung, da der Bürger bei voller Digitalisierung de facto jegliche Kontrolle verliert. Wer führt denn schon eine Übersicht über die Datenschutzeinwilligung, die er selbst erteilt hat? Die wenigsten. Wir müssen in den Zeiten dieser Krise vor allem eines tun, die schleichende Gewöhnung der Bürger an das analoge Tracking verhindern und es wieder so schnell wie möglich abschaffen. Der Restaurantzettel ist erst der Anfang. Jegliche Art der Datenerfassung zieht auch immer Kriminelle an. Datensicherheit und der Schutz vor Datenmissbrauch kann in Anträgen zur Digitalisierung nicht unerwähnt gelassen werden.
Sie fordern aber eine Inblicknahme und Begleitung der digitalen Transformation von Kommunen und behaupten, der Nutznießer sei der Bürger durch ein digitales alltägliches Umfeld. Und dabei verschweigen Sie die Gefahren, denen man bei einer solchen Transformation immer vorbeugen muss. In Ihrem Antrag schreiben Sie außerdem, der Mittelstand profitiert besonders von Distral durch strukturierte Antragstellung, zielgruppenorientierte Beratung sowie der Ausrichtung vieler Programmbestandteile auf KMU. Fraglich ist allerdings, ob überhaupt viele KMUs die Pandemie überleben werden, da viele durch das Raster der Soforthilfe fallen bzw. die Hilfen nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren. Wenn Sie den Mittelstand fördern wollen, dann sollten Sie diese Millionen lieber dafür einsetzen, die unter Ihren Maßnahmen leidenden Unternehmen direkt zu fördern. Alles in allem, Ihr Antrag ist zwar gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Der Flickenteppich der Digitalisierung bekommt durch Ihren Antrag nichts weiter als ein weiteres von unzähligen Nahtstücken, das eines umfassenden koordinierten Vorgehens. Notwendig ist aus unserer Sicht dagegen eine Flurbereinigung der digitalen Landschaft. Wie heißt es so schön in § 29 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags? Anträge, die nicht das Begehren enthalten, die Landesregierung möge in einer bestimmten Weise tätig werden. Das sind dann Entschließungsanträge, die Form, die Sie für Ihren Antrag gewählt haben. Man könnte meinen, das Regierungshandeln würde nur aus solchen Anträgen bestehen. Aber die AfD sagt genau, ein solches bestimmtes Handeln ist bei diesem Thema nötig. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Prof. Sinemus. Bitte sehr. Ja, ja, mach langsam. Ja, meine Damen und Herren, Herr Stirböcker-Kaffenberger, uns eint nicht nur das sonnige Gemüt, sondern wir sind uns einig darin, dass Distral ein Element in der digitalen Transformation Hessens und damit auch in der Beschleunigung dessen ist, was wir so dringend brauchen, nämlich Innovation und Zukunftsperspektive für unsere Menschen. Deswegen ist es ganz richtig, Herr Honka hat es erwähnt, dass wir Digitalisierung für die Menschen machen. Denn sie sollen es nutzen und nicht umgekehrt. Und das ist Leitlinie des Handelns. Und das ist auch der Kern des Programmes Distral. Digitale Transformation, Leben und Entwickeln, das ist politische Positionierung der Landesregierung. Das wollen wir mit Distral. Digitale Transformation, was bedeutet das für uns? Veränderung und Gestaltung der Zukunft. Es geht darum, technische Möglichkeiten alltagstauglich zu machen, sie zu nutzen, ob zu Hause, im Smart Home, im Handwerksbetrieb, in der Wissenschaft, im kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber ja auch in den Start-ups. Und wie wichtig Digitalisierung ist und sein wird, das hat uns Corona unerwartet drastisch spüren lassen. Viele von uns waren konfrontiert, sich mit den neuen technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, sei es beim Homeschooling, mobilen Arbeiten, der Videosprechstunde mit dem Arzt oder auch der existenziellen Frage, wie kann ich mein Unternehmen aus der Krise führen? Wie schaffen wir es, Zukunft zu sichern? Viele waren gezwungen, auf Knopfdruck neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, innovativ, ja sogar disruptiv zu sein. Produkt- und Prozessinnovation, das möchten wir mit Distral unterstützen. Applaus
Und dabei sind die vier Förderlinien von Distral ein Element der gesamten digitalen Förderkulisse zur digitalen Strategie Hessens. Das haben Sie vielleicht missverstanden. Wir tun mehr als nur Distral. Aber was tun wir mit Distral? Mit Distral wollen wir kleine Unternehmen, Gründerteams, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, all die die Möglichkeit geben, ihre Ideen so digital in die Zukunft zu transformieren, dass der Standort Hessen und damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Und ich kann Ihnen aus eigenem Erleben sagen, wie wichtig diese Form von Innovationen sind, wenn man als Gründer nicht weiß, wo Investitionen für eine Wachstumsphase herzubekommen, wenn man nicht weiß, wie in einer Krisensituation möglicherweise man sein Unternehmen aus dieser Krise rettet und hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und deren Familie Zukunftsperspektive gibt. Mit Distral haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen. Seit März diesen Jahres sind jetzt schon 120 Konzepte eingereicht worden und, Herr Leveringhausen, ich habe noch einmal eine Aktualisierung, 32 Projekte im Bewilligungsverfahren. Das Gesamtvolumen liegt bei 8,7 Millionen jetzt schon und ich bin zuverlässig, dass wir Ende des Jahres mit 10 Millionen Invest Distral schon damit ein Viertel haben investieren können, zumindest von dem, was uns außerhalb des Sondervermögens zur Verfügung steht. Denn jeder zweite Antrag steht bereits jetzt in einem engen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hier wollen wir unterstützen und deswegen finde ich es super, dass wir mit dem Mittel aus dem Sondervermögen in den kommenden Jahren mindestens 80 Millionen Euro zur Verfügung haben, um mit diesem Geld Produkt- und Prozessinnovationen, Wissens- und Technologietransfer, Handwerkerbetriebe, Wachstumssprünge in Start-ups, Ausgründungen in Hochschulen oder auch kleine kreative Gründerteams unterstützen können. Damit das nicht so abstrakt bleibt und Sie sich mal vorstellen können, was wir investiert haben und wofür, möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Das erste ist ein Gründerteam, was mich wirklich total begeistert hat. Im Sommer dieses Jahres hatte ich das Vergnügen, einen Förderbescheid von 800.000 Euro für ein Projekt zu übergeben, dem sogenannten Walkershare, ein laufender Rollstuhl. Mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt ein interdisziplinäres Gründerteam der TU Darmstadt einen Rollstuhl, der buchstäblich Barrieren überwindet. Er scannt die Umgebung, optimiert diese via KI und kann dann durch Robotikarme und Beine sogar Treppen steigen. Der Walkershare ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung Grenzen verschiebt. Hier ganz konkret die Grenzen dessen, was für Menschen im Rollstuhl möglich sein kann, nämlich Treppen steigen, Barrieren überwinden. Für rund 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer in Deutschland eine Chance auf selbstbestimmte Fortbewegung, weil wir ein kreatives Gründerteam mit Distralgeldern haben unterstützen können. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber gerade in der Corona-Pandemie fallen uns Menschenansammlungen in Bahnhöfen oder Flughäfen oder auch in der Innenstadt stärker auf als früher. Insbesondere dann, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden oder Wege blockiert. Wenn die Kommunikation noch durch eine Sprachbarriere erschwert wird, dann hilft eine KI-basierte Software. Und die Idee zu einer solchen Software hatte ein kleines, familiengeführtes Unternehmen aus Frankfurt. Sie entwickelten zu Corona-Zeiten eine Problemlösung, hatten aber keine liquiden Mittel für deren Umsetzung. Distral konnte diese Innovation möglich machen und durch das Invest kann nun von Frankfurt aus das Unternehmen mithilfe dieser Software in der ganzen Welt in 19 verschiedenen Sprachen, zum Beispiel Ansammlungen von Menschen bitten, die Abstandsregelung einzuhalten. Ob in Herborn, Fulda, Langselbort, Wiesbaden, Sydney oder New York.
Ansagen von Zügen am Bahnsteig oder eben Anweisungen per Lautsprecher können in der jeweiligen Muttersprache gezielt gesteuert werden. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Unternehmen Sittig, denen geben wir mit unserem Unvest eine Zukunftsperspektive, konkret Arbeitsplätze und nehmen Existenzängste. Ein weiteres Beispiel. Viele von Ihnen haben ältere Angehörige und die möchten in ihrem vertrauten Zuhause leben. Oft wünschen wir uns, so kenne ich es von mir, eine zuverlässige Möglichkeit zu wissen, und zwar vom Arbeitsplatz aus, ob bei den Eltern, ob bei den Angehörigen alles in Ordnung ist. Mit so einer Anwendung beschäftigt sich ein Gründerteam an der Universität Kassel mit dem treffenden Projekt Lebensassistenz. Auch hier mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz ist es Ziel der Gründer, älteren Menschen durch digitale Unterstützung die Möglichkeit zu geben, länger sicher in der vertrauten häuslichen Umgebung zu bleiben. Ganz konkret, mit Hilfe einer App können Angehörige zum Beispiel überprüfen, ob im Haus oder der Wohnung der Mutter oder des Vaters auch wirklich die Heizung läuft. Sicherheit für die älteren Menschen und die Angehörigen, die durch die App wissen, alles okay zu Hause. Das Forscherteam aus Kassel will mit der Unterstützung ihrer Entwicklung auf Wachstumskurs gehen. Die Chance erhält es durch 400.000 Euro von Distral. Solche Angebote und Instrumente sind genau die, die Sie vorhin beklagen, dass wir sie aus dem E-Health-Gesundheitsbereich nicht hätten. Wir haben sie und wir haben sie schon gefördert. Und auch deswegen, weil wir nämlich der Meinung sind, dass das für die Zukunft von ganz besonderer Bedeutung ist. Ob Telemedizin, Mobilitätsangebote, auch im ländlichen und gerade im ländlichen Raum, der Einbau von adaptiven Sensoren, die bei Bewegung leuchten, digitale Lärm- und Umweltmessung oder auch Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger, von Kassel übers Waldecker Land, Bad Hersfeld bis Offenbach, Darmstadt oder den Odenwald. In ganz Hessen haben sich Kommunen auf den Weg gemacht, die digitale Transformation umzusetzen. Sie haben es gesagt, 33 Millionen aus Bundesmitteln fließen nach Kassel, Eichenzell und Darmstadt. Aber über diese Kommunen hinweg wird die Geschäftsstelle Smart Vision nicht nur die Wege dieses Projektes zu begleiten, sondern auch andere Projekte der Kommunen fördern. Und wir fördern hier nicht nur die Kommunen mit Beratung und Vernetzung, sondern auch durch eine interaktive Best-Practice-Datenbank. Die können Sie sich anschauen, um diese Umsetzungsbeispiele smarter Regionen aus ganz Hessen allen zur Verfügung zu stellen. Denn Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe und die muss kooperativ gedacht werden. Und dieses Prinzip wollen wir auch den kommunalen als digitalen Transformationsweg mitgeben. Frau Ministerin, Sie denken an die Redezeit. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, wir fördern und unterstützen die digitale Transformation in Hessen. 32 Projekte, 100 weitere in der Prüfung, 10 Millionen Landesmittel, 5 Millionen als Co-Invest aus der Wirtschaft. Digitale Transformation schafft Zukunftsperspektive für Menschen. Und genau das ist es doch, das, was wir in diesen Zeiten benötigen. Mit diesem Invest wollen wir Perspektiven eröffnen, Chancen und Möglichkeiten aufgreifen, den Menschen in unsicheren Zeiten mitnehmen, eine sichere, planbare Zukunft geben. Und das ist damit gemeint, wenn die Landesregierung sagt, wir wollen beherzt und besonnen aus der Krise kommen. Digitalisierung ist kein temporäres Technikwunder oder eine fixe Idee oder gar ein Schreckgespenst. Es ist die Möglichkeit, unseren Alltag erleichtern zu dürfen durch Investition und Innovation. Lassen Sie uns gemeinsam mit Hilfe der Digitalisierung die Krise zur Chance für die Zukunft machen, für unser Land und für die Menschen in Hessen. Wir haben mit dem Invest der digitalen Transformation und mit Distral einen Teil der Digitalmilliarde auf den Weg gebracht. Und in der Arithmetik der Schwimmabzeichen
mal mindestens den Fahrtenschwimmer gemacht, während Sie noch in einem Seepferdchen kämpfen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Wort hat der Abg. Stirböck, FDP-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war schon eine sehr eindrückliche Debatte. Der Herr Kollege Leveringhaus schwört der Elektroautoreligion ab. Der Herr Kollege Felstehausen nähert sich dem Kapitalismus an. Und ausgerechnet die AfD, die es am meisten nötig hätte, spricht von Bildung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ministerin, Sie haben eben mit Ihrer Rede den Verdacht eigentlich weiter genährt, dass es der Koalition mit ihrem Antrag eigentlich im Wesentlichen darum ging, ihre Worte aus der Pressekonferenz zu wiederholen. Denn viel anderes, als was Sie in der Pressekonferenz gesagt haben, haben Sie heute hier in der Rede auch nicht vorgetragen. Also es ist immerhin besser, als wenn Sie das Gegenteil vorgetragen hätten, muss ich an dieser Stelle zugeben. Aber letztendlich war das nur die Bühne für Sie, noch einmal Ihre Pressekonferenz zu wiederholen. Und Sie haben auch zum unzähligsten Mal jetzt das Motto der Landesregierung zur Digitalisierung wiederholt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ich frage mich, was daran so Neues ist. Ich hoffe doch, dass es unser aller Leitbild aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier in diesem Hause ist und auch der Landesregierung, Politik für die Menschen zu machen und nicht für irgendeine abstrakte Technologie. Das hat doch nie jemand auch nur ernsthaft bestritten. Das ist mir als Leitbild für Digitalisierung einfach zu wenig. Ja, und jetzt bleibt es nun mal, dass Sie eine Rede geboten haben, die uns auch nicht schlauer gemacht hat, als wir schon vorher nach der Pressekonferenz waren. Und ich hoffe, dass wir nach dieser Debatte morgen die Chance haben, vielleicht noch einmal ein Stück mehr für Digitalisierung in diesem Lande zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann sind wir am Ende der Debatte. Bitte? Gut. Abstimmung machen wir heute Abend. Auch klar.